Definitiv, das war guter Cut, ja. So like. Warte, warte, du hast jetzt gecuttet? Nein, habe ich nicht. So, dann rede ich halt, okay. Wir reden einfach weiter. Ich cutte Ja, das weiter. dann beim Bearbeiten, du Horst. Wir ziehen es auf 1 Stunde, machen halbe, also halbe Stunde, halbe Stunde. Ja, definitiv. Alter, wir haben solche gar keine Hobbys hier. Viel Glück mit unseren Podcasts. Ich hoffe, Ja, ihr es werden definitiv noch blödet mehr nicht. werden. Ich werde definitiv noch mehr werden. Ja, wollen wir eigentlich? Sag doch eigentlich, hallo, ganz ruhig, Kaninchen. Wir könnten doch eigentlich auch, du hast ja einen YouTube-Kanal, ne? Nee, Sag doch weißt nicht Scheiße. du? Überhaupt nicht. Ja, du kannst ja Werbung machen, weil es werden wahrscheinlich auch welche sehen, die nicht direkt von deinem YouTube-Kanal kommen. Wenn Vielleicht, du es kann auf sein. Dinger hochlädst. Wenn es überhaupt jemand anklickt, aber du zählst. Ja, ich werde wahrscheinlich auch anfangen, aber zuerst muss ich. Also ich mach's ja länger. Auch nicht sehr. Aber nicht so wie, ja. You know? Nicht so mit Reden, also deswegen ist es ein bisschen komisch gerade. Ja. Ich muss euch mal was erzählen. Und zwar, ich habe keine Webcam, ja? Eine ganz komplett normal, ja? Und dann habe ich mich mal gewundert. Habe ich mein Mikrofon eigentlich auf stumm gestellt? Also über meine Headsets. Ich hatte so ein Headset am Mikrofon. Ich kann es auch über das Headset ausmachen, so das Mikrofon. Ja. Und ich habe es gemacht. Und trotzdem, dann habe ich gesehen, ich habe dann kurz bei meiner Mutter geredet, hat man trotzdem mich gehört, habe ich mich gewundert. Wieso hört man mich trotzdem? Und dann habe ich es eine Weile nicht gerafft und dann habe ich erst, dann eine Weile später habe ich dann erst gerafft, dass meine Webcam auch ein Mikrofon hat. Und Wow. deswegen man mich weiterhören kann. Deswegen muss ich immer meine Webcam ausstecken, wenn ich mit irgendjemandem hier telefoniere. Ja, moin. Oder Ja, jetzt muss ich wohl. Podcaste. Oder jetzt hier in dem Fall Podcaste. Mit mir. Ja. Ach so, und Lulu, zwei Idioten und YouTube. Bedürfnis Teil 2. Ja. Wow, wollt ihr mich knuspern hören? Oh Gott. Das wird jetzt zum ASMR-Video. Schalten Sie Ja. ab, wenn Sie ganz schön aggressiv durch diese Geräusche werden. Ja, aber der ist mal, ja. Wir wollen niemanden zur Aggression anregen. Ich habe Anregen nichts vor zu allem. essen. Anregen? Alles, oh, hab's falsch gesagt. Oh. Ups. Ups. Das vergessen wir mal, das kotzen wir raus. Oh. Nein. Wow. Oh, ich habe nichts zu essen hier. Du isst einfach und ich habe nichts. Ich habe nichts. Den ganzen Tag noch nichts gefuttert. Wir haben es ja auch erst 10 Uhr. Jetzt auch Heute überlegen. esse ich mal sehr früh was, sonst ist es immer so Gegen 5 oder 12. 6 Uhr nachts. Abends meine ich. Bei mir ist es immer ab 12 ungefähr oder halb. Kommt auf an, was ich aufstehen muss. Ne, bei mir ist es meistens immer so 18 Uhr oder so. Ja, Ja. freut ihr euch auf die Ferien oder wenn ihr schon Ferien habt, dann chillt euer Leben, eure Ja. Leben, eure Leben, euer Leben. Eure Leben. Keine Oh mein Ahnung, Gott. ihr wisst, was ich meine. Ich wollte schon ich sagen, aber Genau. ich bin ja nicht allein hier, hä? Ja, machen wir auch ASMR, aber dann, wenn das welche. Wir stimmen einfach mal ab, ihr schreibt uns einfach, wer für ASMR ist und das machen wir dann eine extra Folge, weil manche Leute mögen das nicht und ah, die vertreiben wir dann. Ja. Denken sie, dann kommt die nie wieder, denken sie so, ne, nicht die auch noch. Aber ich glaube, ich müsste mir dann ein anderes Mikrofon kaufen. Ja, vielleicht. Also bei mir Weil. könnte es gut sein, weil OBS mit dem, was ich halt aufnehme, das nimmt halt Geräusche sehr stark wahr. Sehr stark. Ja, wenn ich über OBS rede, dann kannst du ja dann mir sagen, ob man zum Beispiel nicht trinken kann oder so. Weil da kann hier kein Trinken oder Essen stehen, deswegen können wir es auch nicht ausprobieren. Ach übrigens, es gibt eine Person, die wird darauf warten, dass ich das Video hochlade, ohne es sich anzuhören. Dein Freund? Nein! Oh, schade. Wer denn dann? Deine Mom. Ja, meine Mom, natürlich. Oh. Nein, das war ein Scherz, meine Mom bloß nicht. Oh, ich dachte gerade, oh Mann, das hat gerade so, der hat den schönen Moment versaut. Nein, bitteschön. Ja, dann. Ein Kumpel von mir. Hallo, Kumpel von Asura.
So, kannst du mir bitte nochmal. Also, ich kann jetzt nicht so. Also, doch, ich kann es rollen, aber irgendwie. Also, Hallo? Ja? Hallo? Mir ist egal, ich Hallo? würde dich verarschen. We need to talk. Eigentlich wollen wir nicht reden, aber. Ja. Also, genau. Ja. Ja. Jetzt bricht. Das ist immer normal so bei uns. Wir reden, wir reden, wir reden und nach einer Weile kommt einfach die Stille und einfach Ja, keiner mehr redet und dann reden und etwas. dann reden und dann reden und dann geht's wieder weiter, ja. Ja, dann fängst du dann wieder neu. Aber erst, wenn die Stille dann rum ist. Und die Stille geht meistens so. Letztes Mal war ich im Call drin. Ich habe so, waren wir zwar, waren so dritte oder so. Haben geredet, geredet, geredet. Plötzlich war Stille. Komplett. Obwohl nichts, also nichts ist passiert. Keine Sorge, alles gut. Da war halt plötzlich Stille. Jeder war von einer anderen Seite abgelenkt. Anstatt wir alle nacheinander rausgehen, waren wir einfach immer weiter drin, haben unsere Dinge gemacht. Und nach einer Stunde haben wir wieder geredet. Könnt ihr mir mal bitte auch Wahl- oder Pflichtaufgaben und Fragen schicken, weil Ja, ich spiele Mann. das gerade in letzter Zeit sehr oft und ich bin immer so richtig unkreativ. Oder Es so, muss halt übers Internet gehen. Geheimnisse ist ja, anonym so, ne? Oder mal eure, ihr könnt uns gerne mal eure peinlichsten Erlebnisse schicken, dann tun wir die vorlesen. Aber ohne Namen, keine Sorge, die bleiben anonym. Ja, wenn du es bei Telonym schon reinschickst, dann weißt du ja sowieso nicht, wer das geschrieben hat. Ja. Weil wir könnten ja Namen vorlesen oder so. Das machen wir ja nicht. Naja, ihr habt sehr viel zu tun, uns Sachen zu schicken. Viel Glück. Ja. Luna-Shortcastle. Bescheuerter Name. Unterstrich, Azora, Unterstrich oder so. Hab ich das was falsch? Ihr werdet es halt einfach im Bildschirm eingeblendet sehen. Warte mal, guck mal nach hier. Ihr müsst aufpassen, dass ihr mir nicht über Luna-Shortcastle-SSO schickt, weil das ist nicht, also. Ja, das ist auch mein Account, aber da schickt ihr mir bitte nichts, weil das ist privat da. Also da rede ich mit privaten Leuten. Warte Mit sehr viel privaten Leuten. mal, ich muss kurz nachgucken. Wir dürfen trotzdem folgen. Es war nur. Ja, doch, stimmt schon. Stimmt schon, was ich gesagt habe. Einfach kontrollieren so. Genau. Das ist so eine typische Stille. Wenn wir nicht wüssten, Ja. dass wir aufnehmen, würden wir jetzt die ganze Zeit die Klappe halten. Wir würden einfach nur hier sitzen und ruhig Ja. sein. No. Mal, da hat mein Bruder irgendwas gemacht. Ich habe dann gesagt zu ihm, ihn halt angemerkt, habe gesagt, das weiß doch jeder, aber ich habe halt irgendwas gemacht, das ich nicht mag. Und dann habe ich gesagt, das weiß auch jeder, dass ich das nicht mag. Und dann hat er so zu mir gesagt, was jeder alles weiß. Es war in dem Moment einfach nur lustig, weil jeder, als wäre jeder eine Person. Ja. Das war echt lustig. Oh mein Gott, ne? Oh, es gibt Menschen, die machen mir Probleme. Oh. Oh Gott, die Armen. Die sterben. Ihr müsst aufpassen, dass eure Ohren nicht absterben. Ja, definitiv bei uns zu sterben und gerne ab. Ja. Freunde Wurde von. gestern gezwungen, einen speziellen Kontakt anzupinnen. Ja, Anpinnen? ich ja. Ich war schwer, oder? Ja! Aber ist okay, das mache ich gerne. Ich habe noch nie einen Match angepinnt, der ist der Einzige. Ich sollte mal dich anpinnen. Ich muss Ja, Mann. jetzt angepinnt. Herzlichen Glückwunsch. Und Ente auch. Brr, 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 brr. Oh Mann, darf ich? Ich kann jetzt endlich dir den Pass. Ich schicke dir jetzt ein Paket. Ja, So, mach's ist ein einfach. Hack. So. Aber ich spam dich jetzt nicht voll, das mache ich so nach und nach, damit du nicht komplett voll gespammt wirst von Ja, mir. ja. Also.
Ah, süße. Die sind das auch cute. Das ist auch cute. Das ist auch cute. Ja. Das ist auch cute. Das ist auch cute. Ich wollte dich eigentlich gar nicht so zuspammen. Aber ist halt einfach so. Ist halt einfach. Oh, das brauchst du auch. Das kannst du mal jemandem senden. Oh, ich weiß jetzt schon, dass ich das bereuen werde, hier mit dir gemacht zu haben. Oh. Nicht, warum? Nicht wegen dir, sondern so. Wegen generell so, weißt du, was ich meine? Ja, die armen Leute. Das, ich weiß ganz genau, Leute. Irgendwo da draußen gucken sich, da hören sich diese Leute diese Podcasts an und denken sich so, bruh, was ist hier passiert? Genauso. Ja. Nein, nicht nur das. Auch, dass wir denken, so geil, die sind genauso verrückt wie wir. Ja, oder so, mein Gott, sind die kindisch. Gibt es sicher auch Leute. Ah, not alone in the world. Oh mein Gott, ich habe ein gutes Zitat von einem dieser, du weißt bestimmt, wen ich meine, aber ich lese mal trotzdem vor. Natürlich sehen sie die Fehler, wenn sie danach suchen. Ja, Mann, oh mein Goodness. Weißt du, was ich meine, bei wem das steht? Nein. Schade. Natürlich sehen Fehler, wenn sie danach suchen. Oh mein Gott. Ja, ich bin mehr so, bitte mehr so eine Agent, so eine richtig immer 24-7 schlechte gelaunte Agentin spielen, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, Mann. Oder es ist halt so, jeder hat Fehler und die meisten achten halt nur auf die Fehler und schauen meistens nicht selbst auf sich selbst so. Ich meine, manchmal macht man das unbewusst, ja. Das ist ein bisschen logisch, aber wenn man das halt extra macht. Ja. Ja, dann bitte. Nein, bitte nein. Geh weg. Mein Gott, das wäre ein bisschen. Junge, ich würde sterben gehen, wenn ich das extra machen würde. Weil ich würde halt auch. Ich würde halt, wenn ich mit jemandem einen Streit habe, dann mache ich halt immer. Da bin ich realistisch. Ja. Also, ich bin halt so, like. Ich schaue, was ich falsch gemacht habe, aber ich schaue auch, was der andere hätte besser machen können. So bin ich. So bin ich, ja, ich aber auch. Viele sind halt eher so, ja, der hat das falsch gemacht, ich habe gar nichts gemacht, be like. Ja. Das ist das, was ich überhaupt nicht mag. Und ja. Das Problem ist halt einfach, wenn ich mit jemandem befreundet bin, ich stelle mich halt, wenn er mir sagt, der mag das nicht, dann stelle ich mich halt so um, dass es passt. Dass ich trotzdem noch so bin, wie ich bin, aber halt ein bisschen passender, dass halt nicht 3 Minuten direkt von mir angekotzt ist und so. Ja, ich fühl's. Ja. Ich fühl's. Weil, aber dann ist es so, ja, entweder wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich nervig. Aber wenn ich das Gegenteil davon bin, dann bin ich angepisst. Wow. Mhm. Ja, das ist wow. So. Wow. Aber wow. Eure Menschen, ihr Menschen da draußen, warum? Erstmal drauf einschlafen. Sollen wir eigentlich einen Discord-Server für unseren Podcast und YouTube-Videos eigentlich so machen? Hä? Ein Discord-Server. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Na, brauchen wir noch nicht. Noch nicht. War Jan so, echt? Den Discord-Server? Nein, aber vor 2 Jahren hatte ich die Idee dazu. Aber man hat Nein gesagt. Ja. Hat gesagt, brauchen wir nicht. Boah, endlich Ferien, Alter. Junge. Nee. Was denn? Ah, au, au. Was hast du gemacht? Mein Fuß eingeklemmt. Wow. Vorhin lag ich auf dem Bett, ich habe mich gestreckt und hatte fast einen Wadenkrampf bekommen. Hab mich selber gerettet, indem ich ganz schnell aufgestanden bin. wer kennt's nicht, ne? Was hilft Bananen helfen doch dagegen? Die haben doch Vitamine dagegen drin, oder? Oder war das Bananen oder war das was anderes? Ich weiß nicht, irgendwas. Ich mag Bananen. Bananen, ich freue viele mögen keine Bananen. Ich mag keine Bananen. Spinnen, also. Bananen mag ich. Bananen. Banana. Oh, Minions! Oh, ich bin voll der Minion. Ich hab Minion-Heini. Und bei uns gab's so ein Event bei Lidl oder Aldi, keine Ahnung. Aldi, ja, mein Gott, wer kennt das nicht hier ernsthaft? Ja, genau. Und dann hat man so viel. Oder Kaufland. Ah, nein, Kaufland war das. Und hat dann. Ich hoffe, ihr kennt Kaufland. Wenn nicht, dann ist halt ein großes Einkaufszentrum, mehr nicht. Und ich habe halt so gemacht, es pro 20 Euro Einkauf oder so, keine Ahnung. Bekommt man einen Minion? Ich hab alle 8.
Oh mein Egal. Gott, das ist wie Die sind geil. so in, die sind so in Ah, ja. Gemüse verkleidet, so Tomate, Birne und Obst auch. Oh, Hier ist eine Banane. Banane ist Ananas, safe, nice. Karotte. Erdbeere ist Bob. Bob ist die Erdbeere. Bob, oh geil. Bob. Banane und so gibt's auch. Alles gibt's. Also fast alles. Ah, Nicht direkt ja. alles. Hast du eigentlich die Filme von Minions geguckt? Gottchen. Ja, habe ich. Nice. Alle. Geil. Auch das Cool. mit dieser Scarlet-Dingsbla. Ja. Jawohl. Ja, so nice. Da Ich hab nur den Nachnamen vergessen. kennen die in dem, am Ende des Tages. Oh nein, ich will nicht spoilern. Ich darf nicht spoilern, wenn Leute das noch nicht angeguckt haben. Da spoilere ich das jetzt. Da hau ich das jetzt raus, was ich sagen wollte. Das lasse ich mal lieber. Definitiv. Müssen nicht spoilern. Ja, am besten nicht spoilern. Blubblubblubblubblub. Oder wir machen Spoilerwarnungen. Ja, Spoilerwarnungen. Nein, machen wir nicht. Aber wir auch nicht. Ah, machen wir weiter mit Zitaten. Ich bock drauf. Ich irgendwie auch. Aber ich brauche eine neue Website. Kannst du mir mal neu senden? wow, ich bin deine Website. Ich bin deine persönliche Website. Ja, du kannst mir gerne mal eine neue senden. Damit ich auch andere Sachen vorlesen kann. Du kannst doch selbst einfach Anime-Zitate eingeben. So schwer Gott. ist das nicht. Warte, aber ich gebe dir trotzdem was. Oh mein Gott, da sehe ich einen Mace-Use, Alter. Bitte schön. Dank mir später. Okay, wenn ich mich noch daran erinnern kann, mache ich das. Ah ja. Okay. Also, das menschliche Leben. Ja, es ist in der Tat kurz. Ich glaube, gerade deshalb ist es so spannend, sich zu überlegen, wie man es lebt. Oh, Leone, oh mein goodness. Ein richtig cooles hier. Du kannst mich schlagen, du kannst mich treten. Aber wenn du meine Freunde anrührst, werde ich dich fertig machen. Arr. 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 Boah, Junge, ich weiß jetzt schon, wie Jo. das endet hier. Ja. Egal, wo man ist und zu welcher Zeit man lebt, die Menschen sind immer und überall gleich. Willst du leben, bevor du anfängst zu sterben? Boah, wollen wir es uns dann selbst anhören? Die Schuhe, während ich das Oh bearbeite, Gott. wollen wir das machen? Ja, können wir Oh, um gerne Gottes machen. Willen, um Gottes Willen, Hilfe. Nein, ich weiß jetzt schon wieder, dass ich voll weggecringed werde. Aber Oh okay, nein. egal. In der Welt wird gestohlen und gemordet. Jeder rechtfertigt sich damit, dass es der natürliche Lauf der Dinge sei. Doch es gibt keinen gerechten Grund, jemanden zu töten. Es ist falsch und böse, Leben zu nehmen. Wer weiß das nicht? Dieses Zitat kennt doch jeder. Außer du vermutlich. Einer Familie gehören alle Menschen, denen man sich nahe fühlt. Ah. True. Ja. Und meine Lunge ist am Arsch, also Boah, mein Hals. arme. Für einen Mann, der seinen letzten Weg beschreitet, ist ein Titel nicht wichtig. Definitiv. Warte mal, lass mich kurz ausessen. Du hast einen eisernen Willen. Wenn du den behältst, besiegst du mich vielleicht. Das ist nicht immer Ein jemand gutes schön. Buch ist immer gut, ganz egal, wie oft du es gelesen hast. Bestes Zitat aller. Eine Talente. Waffe kann der Menschheit niemals Frieden bringen. Oh mein Gott, das wäre irgendwie cool. Ja. Den mag ich, den Spruch. Talent allein übertrifft niemals harte Arbeit. Wenn du den schon vorgelesen hast. Was bringt es mir, alles zu besitzen, wenn ich es nicht mit meinen Freunden teilen kann? Habe ich nicht tatsächlich. Halleluja. Wir sind heute stärker als gestern und morgen werden wir noch stärker sein. Alter, was tun wir hier? Es wird so komisch sein, wenn wir das anhören Ja. und hochladen, Alter. Ah! Auf der Ah! Straße. Ich habe mich auf der Hallo! Ich habe mich auf der Straße des Lebens verlaufen. Meine Mutter! Oh. Was war das denn gerade? Ah, meine Mutter! Und da ist sie weg und ich bin allein. Allein! 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 Okay. Ich mache einfach weiter. Es ist seltsam, nicht wahr? Menschen sterben jeden Tag und die Wieder. Welt geht weiter, als wäre nichts passiert. Hallo? Ich habe die ganze Zeit, als du weg warst, habe ich die ganze Zeit so, allein!
Hey, Hey, hab's gehört. niemals aufzugeben, das ist meine Magie. Menschen teilen nur ein Schicksal, den Tod. Oh ja, immer. Aber wann, stellt sich die Frage. Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln. Auch ein gutes Fertigessen. Ich bin jetzt am Essen. Ja, und ich habe Hungern. Schick mal was rüber. Gerne. Wupp, ist schon unterwegs. Ich hab's bekommen. Lecker, Ja! lecker, lecker, lecker. Eine Jetzt der Lektion. Stärke Oh. Gegner. Nein! Wir sollten aber jetzt immer, wenn wir vorlesen, sollten wir machen immer Achtung, damit wir genau wissen, wann Ja. der, wo das Darf ich, ist, das darf ich vorlesen. jetzt, ja? Ja, Ah, danke. ja, du hast, ja. Okay. Mach schon. Eine Lektion ohne Schmerzen ist bedeutungslos, weil du ohne etwas zu opfern im Gegenzug nichts gewinnen kannst. Aber sobald du die Schmerzen überstanden und überwunden hast, wird dein Herz so stark, dass es alles andere gewinnen kann. Ja, ein Full Metal Herz. Ah, Den jeder. Satz gefunden. Ja, So? jeder weiß, dass ich Full Metal Alchemist liebe. Ja. Voll genervt. Okay, mach du. Komm. Okay, warte, Achtung. Selbst der stärkste Gegner hat eine Schwäche. Selbst again. So, jetzt mache ich wieder eins. Okay. Wenn du denkst, es sei selbstverständlich, dass Menschen für andere Menschen sterben, dann wirst du auch verstehen, dass gelegentlich das Leben eines Einzelnen das Leben von vielen retten kann. Ja, Achtung. Okay. Dann soll ich vorlesen. Okay. Es ist falsch, ein Kind für die Sünden seines Vaters zu bestrafen. Oh mein Gott, cool. Oh, geil. Boah, Alter, wer mich schon so anschreibt, Alter. Jeder hat Angst, wurde verletzt oder hat etwas Wichtiges verloren. definitely. Oh mein Gott, I see humans, but not humanity. Humanity. Ich sehe Menschen, aber keine Menschlichkeit. Oh. So genervt, wenn man das nicht aussprechen kann. So. Ja, Mann. Auch wenn mein Leben jetzt nicht das Beste war, wird bestimmt auch mal etwas Gutes passieren, wenn ich nur lang genug am Leben bleibe. Alter, war verkackt hier. Wir haben noch Mein 7 Minuten Gott. oder so. Haben wir eine Stunde schon durch. Alter, wie lange? Junge, Junge. Haben wir eine Stunde aufgenommen? Ah, vielleicht wird es nur eine halbe Stunde sein jemals. Ah! Lese ich noch meinen letzten Satz durch. Wenn man versucht, das Leben zu leben, kriegt man manchmal ein paar sehr harte Treffer ab. Aber eins sollte man nie vergessen: Es gibt immer einen Morgen. Ja. Woher kommt das, liebe Leute, liebe Fans von dieser Oh. Weiß ich selbst nicht. hübschen Serie ist? Was soll ich sagen? Ja. Alle, die jetzt auf Naruto getippt haben, ist auch richtig. Nice. Also ich habe eins von einem meiner Lieblingsanime rausgeholt und zwar: Wollt ihr wissen, wohin der Wind weht? Immer Richtung Morgen. Von Favaro. Alter. Oder das hier, das habe ich übersetzt von Englisch auf Deutsch. Manchmal habe ich das Gefühl, ein Versager zu sein, als gäbe es keine Hoffnung für mich. Aber trotzdem werde ich nicht aufgeben. Ja, mir so richtig. Du hast so einen so richtig komischen Satz. Ja, ich lese den ersten wirklich mein letzter, wenn ich nicht einen schöneren, einen cooleren finde. Ja. Das Essen oder ein Tritt? Du hast die Wahl, was du zwischen die Zähne bekommst. Boah, geil, ja. Ja. Oh mein Gott, hier ist eine von. Ich weiß nicht, von wer das ist, aber da steht Ah, Fluchtgebiet. da habe ich das heraus. Und falls ihr gern wissen wollt, wohin der Wind weht, immer Richtung Morgen. Ja, so ähnlich war das. Habe ich auch Oh. vorher auch schon gesagt, Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem. ja. Oh, das dafür wird. Wär, ah, 91 Days, ne? Da war auch voll ein nice Anime. Musst du mal gucken, bitte. Danke. Man braucht. Einfach irgendwelche Animes, sondern ich Ja. gucke, was ich tun kann. Ja. Man braucht keinen Grund zu leben. Man lebt einfach nur. Best of life, Allah. Dead Man Wonderland. Oh mein Gott, da kann ich jetzt ein bisschen reimen. Ganta, Ganta, du wirst siegen. Lass dich bloß nicht unterkriegen. Shiro glaubt an dich.
Mein Mann. Wenn du hinhörst, was ich aus meiner Vergangenheit erzähle, weißt du lediglich, wer ich war. Wenn du hinhörst, wie ich es erzähle, weißt du, wer ich bin. Ja. Oder nochmal Dead Man Wonderland. Wer schwach ist, sollte nicht die Zähne fletschen. Oh mein Gott, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Oh, ja. Ah, Detektiv Conan wieder. Shuichi Akai, oh mein Gott, love him. Die Angst vor dem Tod ist schlimmer als der Tod selbst. True, true, true. Die Schlacht wird auf dem Eis geschlagen. Wollte ich nicht eigentlich aufhören mit Zitaten vorlesen? Ja, wollten wir eigentlich, aber. Ah, das ist voll das geile Zitat von Edward von Fullmetal, Alter. Mir nichts vor. Wer keine Ahnung hat, sollte die Klappe halten und einfach nur zuhören, statt so einen Schwachsinn zu quatschen. Oh mein Gott. Das ist so true, ne? Ja. Muss ich mir merken. Ich bin nicht derjenige, der falsch ist. Was falsch ist, ist diese Welt. Zwinker, zwinker. Nochmal Dead Man Wonderland. Wieder Senji. Gerechtigkeit ist der Schlamm, der dich geradewegs in die Hölle zieht. Bedümts. Helsing! Oh mein Gott, Helsing auch nice. Ich schick dich auf den Grund der Hölle. Da kannst du dem Teufel besser in den Arsch kriechen, inkognito. Das Spiel, wie geil. Ja. Ja. Oh. Wir haben jetzt 24, 27, ist 1 Stunde rum, deswegen sollten wir langsam mal diesen Es Podcast ist beenden. in 3 Minuten 1 Stunde. Ja, wir haben es ja gesagt, langsam. Ja. Hi und weg. Oh Gott. Meine Knie sterben gerade ab. Oh, warum? Ich die ganze Zeit im Schneidersitz aus. Ja, also das habe ich. Ich muss noch zwei oder so vorlesen, okay? Den habe ich selbst wieder. Oh, was war das jetzt? Oh, selbst wieder übersetzt von Englisch auf Deutsch. Zeig deine Waffen niemals vor deiner Verwandtschaft. Wenn du das nicht kannst, will ich dich nicht mehr in meiner Einheit haben. Und den habe ich auch übersetzt. Du wirst nicht überleben, wenn du nur deine Wut, deine Handlungen bestimmen lässt. Oh. Egal, was man tut, es ist alles vergebens. Okay, ich will das nächste Mal weitermachen, okay? Gut. Es Ich ist. habe eine Vermutung, und zwar, wenn man mit Wut kämpft, wird man schneller erschöpft. Nein. Ja, eigentlich schon. Nee, das Ding, es geht darum, dass du, wenn du Wut hast, dass du nicht nachdenkst und unbedacht handelst. Sie ist schlau, Obwohl das, was bei dir war, ist auch nicht schlecht. Ist auch okay, nicht schlecht, aber so. ich bin noch am Schlafen. Ich bin zwar gar körperlich und stimmlich, Ja. nur hören könnt, bin ich zwar hier, aber geistig bin ich noch Ja, in meinem Bett. definitiv, okay. Also, 1 Minute haben wir noch und deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns schon mal. Ja, war Gut, schön. das war schön und diese zwei Teile hier. Ja, wer weiß nicht, wann das nächste kommt, aber see you next Geben uns illusion. Erstmal Mühe. von Magic Kaito catchen hier. Aber egal. See you next illusion, egal. Scheiß drauf, ob das von Magic Kaito ist oder nicht, aber ja. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Goodbye. Oh.